Bei so PV-Modulen auf dem Dach hat man ja generell gerne das Problem, dass die PV-Module auch den Winkel des Daches angepasst sind. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass sie hier drauf liegen. Und Dächer sind ja, naja, nicht immer, aber doch schon öfter auch mal flach und nicht immer steil. Und dann ist das natürlich für den Sommer ganz schön, wenn die Sonne hoch steht, ne, dann scheint die natürlich schön drauf, aber wenn die Sonne dann irgendwann in der Übergangszeit, da wo man den Strom wirklich nochmal gebrauchen könnte, wo es halt drauf ankommt, dann langsam runtersinkt. Das ist natürlich doof, weil dann ist ja die Querschnittsfläche, die die Sonne vom Modul halt noch sieht, wenn man sich immer so die Senkrechte vorstellt, aus der Richtung, wo die Sonnenstrahlen kommen, relativ klein. Das heißt also, da kommt gar nicht mehr so viel Leistung an auf dem Modul, obwohl die Sonne eigentlich ganz gut scheint. Da habe ich hier auch bei mir so 10 bis 12 Grad Winkel, wo die Module stehen, also zwei Drittel der Anlage. Ja, und dann hast du wunderbare Sonne, aber hast gar keinen Ertrag, ne, weil es halt so flach ist, dass da kaum noch Fläche quasi beschieden wird. Deshalb wäre es ja ganz praktisch, wenn man das mal ein bisschen optimieren könnte. Da kommen wir jetzt dazu, was ist denn, wenn man die Module mal eher senkrecht stellt als flach legt? Bietet sich ja an, dass man eine Hauswand zum Beispiel nimmt. Wenn man das aber nicht so schön findet, dann muss man nochmal gucken, was sonst noch alles so senkrecht steht. Und zwar ein Gartenzaun. Das ist ja auch mal eine Idee. Und gerade bei mir trifft sich das eigentlich ganz gut, dass der Gartenzaun da relativ gut beleuchtet ist. Auch im Winter sogar noch, den ganzen Tag über. Und wenn man sich das dann mal anguckt, dann ist man da zwar auch noch nicht optimal. Dann müsste man die Module noch so auf 75 Grad Schräglage bringen. Das ist ja dann auch wieder unschön für einen Zaun. Dann hängt das da so schief rum. Aber wenn man sich so auf so 80 Grad einfindet, habe ich jetzt mal für mich so ein bisschen überschlagen, dann ist das ziemlich gut. Dann hat man da kaum Verluste, sage ich mal, gegenüber der optimalen Ausrichtung. Und 80 Grad ist auch schon so steil, dass man das halbwegs vernünftig hinstellen kann. Ohne dass das jetzt komisch aussieht. Deswegen ist das jetzt so mein Plan. Also es gibt einen PV-Zaun. Ja, und da ich mir jetzt noch nicht ganz schlüssig war, da es ja ein Hanggrundstück ist, wie stellt man denn sowas dann auf, ne? Normalerweise ist es ja so, dass man Zaunpfosten an einem Hang trotzdem lotrecht aufstellt, also senkrecht. Das würde ja dazu führen, dass man die Module dann hier, wie man auch sieht, eben in Waage hat, beziehungsweise auch senkrecht zu den Pfosten, würde sich da so eine Treppe ergeben. Ja, andere Möglichkeit wäre, man baut sie so in Hanglage ein, weil das sind hier so 12 Grad ungefähr Anstieg, also das ist erträglich. Dann müsste man aber entsprechend schiefe Pfosten setzen. Das ist auch wieder die Frage, wie sieht denn das dann aus? Alles ein bisschen schwierig zu klären und irgendwie konnte ich mir das am PC nicht so richtig vorstellen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fange mal was an zu bauen. Meistens ist es immer gut, wenn man einfach erstmal anfängt, denn ergibt sich das schon, bevor man lange rumgrübelt und gar nichts hinkriegt. Ja, habe ich mir erstmal ein paar alte Lattenrostbretter und ein bisschen Palettenholz hergenommen und habe mir erstmal hier so ein Modul gebaut, quasi sozusagen, möchte ich es mal nennen. Also einen quadratischen nicht, einen viereckigen Rahmen, einen rechteckigen und habe mir den am Zaun mal aufgestellt. Ja, und dann sah das Ganze schon gleich ganz anders aus. Also das ist jetzt hier die alten Pfosten noch. Ich habe da immer so Pfostenvideo gemacht, ne? Die stehen auf der anderen Seite genauso. Und ja, habe mir das Ganze eben mal so in Waage ausgerichtet mit einer Kiste und bin dann mal so ein paar Meter weggegangen, habe mir das mal angeguckt und dann war für mich relativ schnell klar, nee, das wird's nicht. Weil hier vorne auf der Ecke haben wir so eine Höhe von, naja, ich würde mal sagen 1,50 Meter. Das heißt also, es geht schon alles so in Richtung Sichtschutzwand und nicht mehr unbedingt ein erträglicher, angenehmer Zaun, der das Grundstück begrenzt. Was er ja eigentlich auch gar nicht muss, weil das Grundstück dahinter ist, gehört eigentlich auch dazu. Deswegen kann ich hier übrigens auch Grenzbebauung betreiben. Einmal kurz will ich es erwähnt haben, ne? Also normalerweise beim Zaun immer gucken, da einfach irgendwas dran schrauben oder so, kann auch doof werden, wenn der Nachbar das nicht so toll findet. Aber in diesem Fall ist der Zaun nur noch Makulatur. Deswegen, ja, ist das relativ egal, was ich da jetzt betreibe. Beziehungsweise, ja, also ganz egal ist es auch nicht, ne? Aber was die rechtliche Lage angeht, ist es jetzt erstmal relativ egal. Ja, und wie gesagt, ist hier vorne 1,50 Meter hoch an der Kante und das ist mir schon ein bisschen krass. Ja, also das ist schon sehr laut optisch, möchte ich mal sagen. Deswegen sollen die auf jeden Fall schräg. Und als mir das dann klar war, habe ich das Ganze nochmal ein bisschen in CAD übertragen. Ich will ja auch den Pfostenabstand irgendwie übernehmen. Also ich will nicht die Originalpfosten, die da stehen, übernehmen, weil die Betonpfosten sind nach knapp 90 Jahren sind die durch, die fangen an zu bröseln. Aber die Fundamente in der Erde, wo die Pfosten drin stehen, die sind noch gut. Das sage ich auch bei meinem Zaunpfosten-Video, was ich gemacht habe. Beziehungsweise als ich den Pfosten da angebohrt habe, habe ich das auch festgestellt auf der anderen Seite, dass die noch relativ viel Substanz haben, ne? Dass man da noch ordentlich was drin festankern kann. Und genauso will ich das halt machen, ne? Also ich will die auch wieder die Pfosten absägen, die da stehen, und dann aufs Fundament mit neuen Pfosten draufgehen. Ja, deswegen habe ich mir das hier nochmal so grob überschlagen. Also ich habe gar nicht weit gezeichnet. Ich habe hier nur mal die ersten drei Module hingestellt. Hier unten die Pfostenabstände entsprechend
Und das geht sich dann relativ halt aus mit diesen Modulen. Und zwar gibt es da zwei Stück. Das ist einmal das Ryzen oder Risen oder wie man es nennen möchte. Die sind 2384 mm, ne? Also knapp 2,40 m. Und die Pfostenabstände sind so, die schwanken ein bisschen. Die sind so zwischen 2,40 m, 2,45 m, sowas. Das heißt also, die passen da relativ gut zwischen. Da hat man da nicht viele Schmerzen mit. Wie man das hier auch sieht. Also das geht sich halt nicht aus. Ne? Ist durchaus wie dafür gemacht, möchte ich fast mal sagen. Und dann kann ich hier auch direkt noch den Winkel nehmen, wie ich das hier mal so andeute. Das ist jetzt so aus der senkrechten 10 Grad nach hinten, also 80 Grad aufgestellt, quasi sozusagen. Und die Pfosten in der Richtung kann ich dann auch in Hanglage noch ein bisschen schräg machen, weil das ist, wie gesagt, gar nicht viel. Das sind 12% Steigung, also das ist sehr erträglich. Und dann bin ich hier auch dann sozusagen, dass ich hier parallel zum Hang dann arbeite. Da die Pfosten sich ja hier zwischen den Modulen dann verstecken, sozusagen, fällt das auch gar nicht mehr auf, dass es das dann schief steht. Wenn man jetzt einen einzelnen Pfosten da stehen hätte, wo nur Maschendraht zwischen ist, dann würde das deutlich komischer aussehen, wenn der schief ist. Aber dadurch, dass sich das hier optisch mit den Modulen irgendwo dann ein bisschen vermischt, glaube ich schon, dass es das halbwegs erträglich ist. Also zumindest sieht es in der Zeichnung so aus. Wie es dann in echt aussieht, wird man dann sehen, wenn es fertig ist. Ne? Ja, und das war auch schon mein ganzes CAD. Jetzt habe ich nur noch ein Thema, dass es halt von hinten ein bisschen komisch aussieht. Ich habe jetzt hier nur blaue Flächen gezeichnet, da ist das natürlich nicht so. Aber da man ja von hinten auf das Modul, dann sieht man halt die weiße Folie und die Anschlussbox, ne, ist vielleicht nicht ganz so schick, habe ich mir gedacht, machen wir da noch ein bisschen Natur. Und ich habe mir da in diesem Fall jetzt erstmal hier nur in CAD zwei Hecken hingesetzt. Nur so als Andeutung, aber so ist das dann später noch so der Plan, auf lange Sicht gesehen. Dass dann hier ganz dran hoch hinter den Modulen noch eine Hecke hinkommt, dass man von der Seite das gar nicht mehr so wirklich sieht und dann nur von der anderen Seite entsprechend das Modul sieht, was ja optisch eigentlich meiner Ansicht nach schon erträglich ist. Ne? Also so ein Solarmodul ist jetzt nicht so hässlich, finde ich. Dann sind auch schon ganz wunderbare Dinge passiert, nämlich die Module waren da. Das war auch ein bisschen eine Odyssee. Ich hatte erst bei so einem Kleinanzeigen-Shop bestellt, sozusagen. Die haben mich 5 Wochen vertröstet mit, ja, wir liefern bald unsere angebliche Lagerware, die wir haben. Und als ich dann storniert hatte, da sollte es dann plötzlich wirklich passieren, aber na, das war mir dann auch egal. Da hatte ich hier noch so einen Baustoffhandel in der Nähe, der hatte auch hier Module. Ja, und dann habe ich da irgendwie am Wochenende gefragt, ja, habt ihr welche da? Ich will gerne welche haben. Ja, und 4 Tage später klingelt das Telefon und sagt, der Fahrer ist heute Mittag bei Ihnen. Ja, so einfach kann es sein. Und schon war die Ware da, ne? Und da natürlich auch an dem Tag direkt die Sonne schien, wie es dann immer so ist, war es auch ganz gut für meine weitere Planung. Konnte hab's mir natürlich nicht nehmen lassen, direkt mal ein Modul davon in die Sonne zu stellen und dann mal zu schauen, was da so runterkommt. Weil es war dann so Mitte November schon, ne? Also klar, fehlt noch ein Monat zum tiefsten Sonnenstand, aber man hat auf jeden Fall schon mal eine Aussage. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, passt sich das ganz gut. Ja, und dann war ich auch ein bisschen baff, ne? Weil das ist jetzt der Kurzschlussstrom, den ich hier gerade messe. Und ich meine, wie gesagt, Mitte November. Und wenn man das jetzt mal mit dem Datenblatt vergleicht, beziehungsweise dem Aufkleber, der hinten drauf ist, zur SDC-Messung nach Standard Test Condition, dann ist hier ein Kurzschlussstrom 18,23 Ampere, schreiben die da drauf, so circa, um mal einen Wert zu nennen. Ich bin jetzt hier irgendwo so bei 14,7, 14,6 Ampere. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Einschaltstrom da, ne? Also ich habe da schon ein paar Minuten schon stehen lassen, dass es warm wurde in der Sonne. Also so warm, wie es halt wird, wenn draußen noch 10 Grad sind, ne? Aber wie gesagt, also da hat sich denn nicht mehr viel verändert. Das ist halt wirklich der Strom, der da rauskommt beim Sonnenstand, wenn die Sonne dann scheint. Und es war sogar noch so ein klein bisschen Schleierwolken am Himmel, ne? Also da wäre vielleicht sogar noch Potenzial gewesen. Und das ist schon heftig. Das hat doch ein bisschen so meine Planung durcheinander gekegelt, weil ich kriege da tatsächlich mehr runter, als ich dachte. Ne? Ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen überschlagen hier unten in der Rechnung. Und zwar, wenn man mal den Kurzschlussstrom jetzt hier als Aufhänger nimmt, klar, natürlich, wie man hier sieht, Maximum PowerPoint sind die Werte entsprechend anders, aber ich gehe da jetzt prozentual dran. Deswegen würde ich mal behaupten, dass ich das, wenn ich einen kleinen Fehler mir erlaube, war dabei, das Ganze so überschlagen kann, dass ich da ungefähr hinkomme, wo ich hin will. Und zwar, ja, bin ich jetzt ungefähr bei 80% des Kurzschlussstroms nach SDC. Das ist krass, also ich hätte mit der Hälfte vielleicht gerechnet, ne? Also wenn man noch so 50% erreicht im Winter. Aber dass man sogar noch auf 80% kommt in den Leistung des Moduls, das ist schon Bombe, finde ich mal. Ne? Weil die eingestrahlte Leistung durch den niedrigen Sonnenstand und der lange Weg durch die Atmosphäre, den die Sonnenstrahlen durchlaufen müssen und so weiter und so fort, ne? Das ganze Thema, ist eigentlich nur die Hälfte im Winter gegenüber im Sommer. Ne? Also so die Flächenleistung ist irgendwo so bei 500, 600 Watt pro Quadratmeter. Im Sommer ist sie ja bei
1000 oder vielleicht sogar ein bisschen über 1000 hier, irgendwo so Mitte Deutschland, sowas in dem Dreh, ne? Deswegen fand ich das schon ordentlich, ne? Also klar, muss ich jetzt gucken, wie ich damit umgehe. Es freut mich natürlich irgendwo, aber andererseits ist es auch ein bisschen ungünstig, weil nächste Zeile, 545 Watt ist jetzt ein Modul. Sechs Stück habe ich ja gekriegt und sechs Stück will ich anbauen, wie man gesehen hat. Würde also pro Modul 436 Watt noch runterkriegen nach diesem Stand und das mal sechs Module sind 2,6 kW. Da ja auf meinem MPP, wie ich in meinem PV-Video gezeigt hatte, nur ein 2 kW-Kanal noch frei ist, also so knappe 2 kW kann der da, könnte ich jetzt selbst im Winter nicht mal die volle Leistung abnehmen, wenn die Sonne scheint. Ich meine, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, der ist selbstbegrenzend, also der hat da kein Problem mit, ne? Der nimmt halt nur 2 kW ab, aber es ist schon direkt wieder Potenzial da, was man gar nicht so richtig nutzen kann. Das heißt also, ich werde mich demnächst wahrscheinlich nochmal in Richtung MPPT dann ein bisschen kümmern müssen, aber erstmal werde ich das auf jeden Fall so aufbauen und anschließend betreiben. 2 kW ist ja auch schon mal ordentlich. Ich habe da bei weitem nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, irgendwo sind ja gut, wenn da gute 3 kW stehen und da kommen anderthalb von runter, 1,6 vielleicht im Winter, dann passt das. Aber wenn das jetzt wirklich in die Richtung geht, das ist ja bombastisch, möchte ich fast mal sagen. Jetzt will ich auch noch mal kurz ein bisschen auf die Verschaltung zu sprechen kommen, der 6 Module. Normalerweise würde man ja jetzt erwarten, wenn man so einen PV-String anschließt, in klassischer Art und Weise, ja, 6 Module, alle in Reihe, an irgendeinen Wechselrichter dran und fertig. Aber bei mir ist natürlich wieder alles anders, ne, wie es immer so ist. Ja, ich habe ja eine PV-Spannung, also wo ich da MPPT eingangsseitig mit arbeite, so ungefähr 60 Volt. Ne? Also ich habe eigentlich immer nur 2 Module in Reihe. Verschiedene Gründe, wer mein PV-Video gesehen hat, ja, es hat so ein paar Vorteile, die ich mir dazu nutze mache. Und auch in diesem Fall hat es auch tatsächlich wieder einen Vorteil. Da will ich noch einmal kurz drüber sprechen. Vielleicht kann der ein oder andere es ja nachvollziehen. Und zwar habe ich hier mal die 6 Module aufgereiht, nochmal angedeutet. Stehen jetzt nicht schräg, kann man sich ja vorstellen. Und zwar haben die alle Anschlussdosen mit einer jeweiligen Polung, wo die zwei Kabel rauskommen. In diesem Fall mache ich das jetzt so, dass ich die immer verdreht anordne, ne? Also einmal plus oben, minus oben und so weiter und so fort, wie man hier sieht in der ganzen Zeile. Und dann werden die erstmal auf Zweiergruppen gerückt. Das heißt also, es kommen immer zwei in Reihe geschaltet, dass ich dann wieder ungefähr auf meine Spannung komme. Das sind jetzt in diesem Fall sind das 55 Zellen Module. Das heißt also, die haben 55 Zellen in Reihe. Insgesamt haben sie 110, weil sind 5 Zellen Module, kommen wir gleich noch zu. Haben auf jeden Fall 55 Zellen in Reihe erstmal gegenüber so einem normalen 60-Zellen-Modul halt 5 weniger, aber dadurch, dass sie relativ aktueller Stand sind, haben die tatsächlich noch eine höhere Spannungslage und kommen dadurch wieder ungefähr auf die 60-Zellen-Module mit ihrer Spannungslage. Das passt schon so grob. Ja, deswegen mache ich da auf jeden Fall so Zweiergruppen draus, dass ich so in meine Spannungsebene komme und auf der Unterseite werden dann entsprechend die jeweiligen Anschlüsse parallel geschaltet, wie man hier sieht. Also hier wird einmal Plus zusammengesammelt und wird einmal Minus zusammengesammelt. Und dann habe ich eine Verschaltung von 3 mal 2 sozusagen. Ja, also zwei in Reihe und dann jeweils diese drei Gruppen, die sich daraus ergeben, dann parallel. Das ist so der Plan, wie das Ganze verschaltet wird. Und das hat dann aufgrund dieser Parallelschaltungen, die sich daraus ergeben, noch einen weiteren Vorteil. Und zwar gucken wir noch einmal etwas genauer auf das Modul hier an dieser Stelle. Sieht man mal die Ansicht von vorne. Und zwar ergibt sich hier in der Mitte so eine Trennlinie. Das ist quasi üblich für Halbzellenmodule, weil die Zellen da drauf, wie man hier sieht, die sind alle einmal in der Mitte durchgeschnitten auf der Hälfte. Sieht man auch hier, an einer hat man noch den Radius dran an einer Ecke, weil es wird ja aus einem runden Wafer, wird das Ganze ja gesägt, eine Scheibe, und aus der Scheibe wird dann eine viereckige Solarzelle ausgeschnitten. Da die ja nicht komplett viereckig ist, sondern weil man die Fläche etwas besser nutzen kann, wenn man noch einen kleinen Radius am Rand lässt, wie man hier sieht, wird das entsprechend so gemacht. Da die jetzt aber in der Mitte durchgeschnitten werden diese Zellen für Halbzellenmodule, hat man dann an einer Seite, wie man hier sieht, einmal eine scharfe Ecke, also eine Ecke, und an anderer Seite hat man hier noch diesen Radius von diesem Zylinder, wo die Wafer draus gesägt werden. So sieht das dann aus, wenn man dann drauf guckt. Das Ganze habe ich jetzt hier mal angedeutet mit Strichen, also das ist jetzt quasi jeweils das Modul an sich und einmal ist die eine Hälfte der geschnittenen Zellen auf der einen Seite und die andere Hälfte der geschnittenen Zellen auf der anderen Seite. Und die sind im Modul selbst, also in der Anschlussbox quasi nochmal parallel geschaltet, diese beiden Hälften. Was ist jetzt der Vorteil? Ja, wenn jetzt auf einer Seite, auf einer Hälfte des Moduls eine Verschattung auftritt, dann wirkt sich das nicht unbedingt auf das komplette Modul aus, sondern erstmal nur auf die Hälfte, die verschattet wird. Weil es ist ja eine Reinschaltung aus den ganzen Zellen und wenn da eine verdunkelt wird, dann bricht das komplette Modul halt ein, ne? Weil der Strom muss ja durch alle durch, ne? Reinschaltung und Strom und so, jeder stellt gleich groß, das Übliche. Deswegen ist das mit den Parallelschaltungen schon mal so, dass nur noch die Hälfte des Moduls angegriffen wird, wenn es da eine Verschattung gibt. Wenn die Verschattung jetzt natürlich hier quer rüber geht, ja, dann bringt es halt auch nichts. Aber bei einer senkrechten Verschattung
hat man halt tatsächlich nur einen Vorteil, dass das halbe Modul noch die volle Leistung liefert. Und das ist ja in meinem Fall jetzt hier am Zaun ein realistisches Problem, weil wenn man sich mal vorstellt, da steht ein Baum, dann wandert der Schatten vom Baumstamm ja so über diesen Zaun rüber, wenn die Sonne sich dreht. Und das ist in diesem Fall dann sehr optimal, weil es wird immer nur so ein halbes Modul maximal geht dann verloren an der Stelle. Und dadurch, dass ich ja auch nicht die komplette Kette von 6 Modulen in Reihe habe, sondern hier immer nur Zweiergruppen in Reihe schalte, ist ja auch immer nur eine Zweiergruppe überhaupt davon betroffen. Das heißt also, wenn bei dem Modul jetzt hier die Hälfte der Leistung wegbricht, beziehungsweise die Hälfte des Stromes, weil hier der Baumschatten vor ist, dann liefert die andere Hälfte noch. Und das, was die andere Hälfte liefert, kann noch durchs erste Modul noch durch, was in der Reihenschaltung ist. Das heißt also, ich habe nur eine sehr geringe Empfindlichkeit auf so Schlagschatten, sage ich mal, die da durchlaufen. Und die anderen vier hier, die sind sowieso überhaupt nicht betroffen, weil die sind ja parallel zu den beiden. Das ist tatsächlich ein Thema, weil da stehen so ein, zwei Bäume an der Stelle und auch nochmal ein Wäschepfahl oder sowas, was da alles vorbeikommt. Und wenn ich das aber so mache, dann betrifft mich das fast gar nicht. Dann kriege ich da gar nicht viel von mit. Ja, deswegen ist das so der Verschaltungsplan. Ich sehe da für mich wieder einen großen Vorteil drin in den Parallelschaltungen gegenüber einer ganzen Reihenschaltung. Man muss nicht anfangen noch mit irgendwelchen Optimierern oder sowas, die dann wieder statistisch gesehen kaputt gehen können und Geld kosten und mit angeschlossen werden müssen. Sondern man kommt da so relativ gut hin. Braucht natürlich ein dickeres Kabel, weil der Strom größer ist, ist ja klar. Aber so im Großen und Ganzen ist es erstmal so meine Lösung, mit der ich eigentlich ganz gut fahre bis jetzt. Das war so mal mein erster Überblick zur Planung des Ganzen. Bin jetzt dran, also ich will selber unbedingt auch noch fertig kriegen jetzt demnächst. Ich meine, es ist zwar jahreszeitentechnisch gerade alles ein bisschen schwierig, weil es kann zwischendurch auch mal 3 Tage regnen, so Ende November, Anfang Dezember rein dann, so im Zeitraum. Deswegen muss ich mal sehen. Also ich hätte schon gerne jetzt irgendwo durch und nicht noch viele Unterbrechungen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal angefangen mit dieser Videoserie und ich hoffe mal, dass ich es auch in einem Zug durchkriege und nicht zwischendurch noch was anderes einschmeißen muss. Aber wir werden es sehen. Ich liege auf jeden Fall nicht nur rum wie hier auf dem Thumbnail, sondern ich mache auch ein bisschen was, wenn das Wetter das hergibt. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie schnell wir das jetzt über die Bühne kriegen. Aber an dieser Stelle euch erstmal noch einen schönen Tag und tschüss.